Es ist heute Morgen richtig viel passiert. Also mein Vater ist jetzt mit meinem Opa da in der Bank was klären gegangen. Meine Mutter hat heute so gesagt, ja, ruf vielleicht nochmal an wegen deinen Dokumenten. So, das, also ich habe da schon 10.000 Mal Druck gemacht, seit Jahren warte ich drauf. Und ich habe da schon 10.000 Mal angerufen, aber die haben gesagt, dass von denen halt eben abhängig haben sie gemacht. Und jetzt heißt es halt einfach nur bei der Stelle halt nachgucken, einfach bestätigen, ob ich vorher straftätig war oder nicht. Und das läuft seit November. Und keine Ahnung, irgendwie habe ich schon die Hoffnung verloren. Ich hatte bis Ende dieser Woche Zeit. Also ich habe die, glaube ich, am Montag angeschrieben nochmal. Irgendwie, weil ich dachte, okay, vielleicht können die mir das verlängern, weil meine Beratung, also die Person hat sich geändert. Und die andere hat mir gesagt, eigentlich bis Anfang Januar. Und dachte ich, okay, hake ich nochmal nach und so. Und das ist aber bis Ende dieser Woche. Dann hat meine Mutter halt mit meinem Vater wieder Stress gemacht oder halt einfach Druck, so ja, ruft da an, macht da Druck. Und dann habe ich angerufen. Sie hat dann von sich aus selber aus gesagt, geben Sie mir die Nummer von Ihrer anderen Beratung, also von dem, der die Dokumente gemacht hat, obwohl, also wie gesagt, das hängt ja nicht von ihm ab. Und dann hat meine Mutter gesagt, schau mal im Briefkasten, als der Vater irgendwie rausgegangen ist, hat er gesehen, dass von dem Amt ein Brief gekommen ist. Und dachte so, hä, hat das wieder zurückgelegt oder keine Ahnung, also wieso nimmt man das nicht direkt raus oder so. Er hatte keine Zeit, keine Ahnung. Und jetzt bin ich runtergerannt, Leute. Ich bin gerannt wie verrückt. Ich dachte mir, das kann ja nur das sein. Dann hatte ich irgendwie plötzlich Schock bekommen, dass es eine Absage ist. Aber warum sollte es? Aber keine Ahnung, bei mir läuft hier nie alles glatt. Und dann war das tatsächlich eine Zusage und ich habe mich so gefreut. Ich bin gerannt und habe ich gesehen, dass ich für diese Urkunde erstmal einen Termin brauche. Und dachte ich mir, okay, dann muss ich jetzt noch ein halbes Jahr warten. Ich habe den schnellstmöglichen gemacht am 7. Februar, das ist in 1,5 Wochen, aber ich brauche, also ich muss es bis Ende dieser Woche reinschicken, deswegen ist die Frage jetzt, ob dieses Dokument, wo drin steht, dass ich das bekomme und ich das einfach nur abholen muss, also ob das halt durchgeht. Wenn nicht, dann wäre richtig ärgerlich, wenn das wieder verschoben werden muss, weil ich schon seit 2 Jahren drauf warte, wegen einer Woche. Ich bete, ich habe jetzt vorher sie angerufen, da ist niemand drangegangen, aber ja, ich muss mich jetzt auch beeilen, weil um 2 habe ich einen Termin bei der Fahrschule, wie gesagt. Und da muss ich mir jetzt schnell was kochen und machen und dann flitze ich los. Leute, wir zurück zu dem Stündchen, ich habe ein Mäppchen zurückbekommen und bei meiner Beratung. Zweimal angerufen, sie ist nicht angerufen, dann hat sie mich zurückgerufen, wegen meines Termins. Dann habe ich gesagt, kann ich sie in einer halben Stunde zurückrufen? Habe ich jetzt zurückgerufen, ist niemand rangegangen. Jetzt sehe ich, vor einer Minute hat sie mich angerufen. Ja. Mal gucken, ob wir uns heute noch hören. So Leute, die Dame hat mich zurückgerufen und ich habe ihr das so gesagt. Und eigentlich, also als sie das gesagt hat, hat sie gesagt, ist das und das. Und ich habe mich daran erinnert, dass diese andere gesagt hat, entweder man braucht eine Zusicherung oder eine Urkunde. Und das ist jetzt irgendwie gar nichts von beiden. Also die Urkunde bekomme ich, wenn ich den Termin ausmache. Und da steht einfach nur was anderes. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Deswegen habe ich gesagt, das ist die Zusicherung. Und habe ihr das geschickt. Und ich bete jetzt wirklich so krass, dass das jetzt akzeptiert wird. Weil das ist eigentlich das, was sie gebraucht haben. Oh mein Gott, 2 Tage vor Schluss bekomme ich das. Oh Gott, ich hoffe, sie liest es jetzt. Und mein Papa war da, hat uns Walnüsse gebracht, weil er eh einkaufen musste. Und dann hat er gefragt, ob wir die brauchen, weil die irgendwie ein Angebot waren. Genau, jetzt habe ich 1 Stunde Zeit, bevor ich rausgehe. Weil, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, um 6 fängt der Unterricht an. Aber ich wollte direkt zahlen, weil man hat 14 Tage Zeit. Ich habe ja jetzt den Vertrag unterschrieben. Und ab Vertragsbeginn hast du Zeit, halt eben die Einzahlung zu machen. Und die will ich halt im Bar machen. Und um 6 schließen die. Das heißt, wenn ich die um 6 komme, sind die weg. Deswegen hat sie gesagt, vielleicht so 20 Minuten vorher kommen, um das einzuzahlen. Und das war der Moment, wo ich mir dachte so, da steht nirgendwo drauf, dass man direkt 2.000 Euro einzahlen muss. Direkt bei Vertragsbeginn. Also halt, hast 14 Tage noch Zeit. Wo ich mir dachte so, man hat ja eigentlich, glaube ich, über ein Jahr Zeit, um den Führerschein zu machen und vielleicht gibt es manche Leute, die eben nicht direkt 2.000 Euro haben und deswegen vielleicht auch das Ganze ziehen und es war für mich halt so, ich habe das Geld, ja, da bin ich auch sehr dankbar drüber, aber ich stelle mir halt immer so vor, wie sich andere fühlen, ich übertrage immer so Gefühle auf andere, dachte mir so, was wäre das jetzt bitte für eine unangenehme Situation gewesen, wenn jemand jetzt keine 2.000 Euro direkt hätte, weil das sind ja jetzt nicht 200 Euro, sondern 2.000. Genau, deswegen will ich das direkt fertig haben. Sie gesagt, du kannst direkt heute zur Stunde komme ich, war ja schon zur Probestunde da, aber ja, heute ist halt Lektion 12 oder 11 und das ist eigentlich schon, müsste Technik sein,
weil letzte Stunde war die erste Stunde für mich, also die erste Stunde und auch Lektion 1 und das ist halt so Faktor Mensch, also halt einfach so, ja, leichte Sachen. Und Technik ist, glaube ich, auch schon so mit Formeln. Die Tage habe ich jetzt frei. Ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, die haben bis Donnerstag im Unterricht, dass ich jetzt diese Tage ausnutze. Ich habe schon meinen Chef gebeten, dass er mir auch Frühschichten gibt, damit ich eben das auch schaffe. Weil ich glaube, das wird bei mir eben ein bisschen länger dauern mit der Arbeit und so. Ich habe immer noch keine Antwort bekommen von meiner Prüferin. Deswegen, oh mein Gott, ich bete, ich hoffe, ich... Leute... Schaut euch mal dieses Batzen an Geld an, was ich jetzt gleich anzahlen werde. Ja, richtig cool. Oh, was mein Handy gerade fallen lassen. Also, ich hatte das Geld da heute. Ich bin reingekommen. Bei denen hat wieder, wie auch heute vor Nachmittag, die Computer nicht funktioniert. Deswegen hat sie gesagt, kommst du morgen, weil morgen ist die letzte Stunde für heute, weil die machen nur am Donnerstag. Kannst du da abgeben. Ja, egal. Auf jeden Fall war heute ein anderer Typ. Und der hat einfach gar keinen Bock, also der hat halt schon gut geredet und so, aber der kam direkt rein und hat gesagt, ja, ich hatte heute 5 Prüfungen, ich bin heute richtig fertig und jetzt hat er einfach nach 50 Minuten gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr, kann nach Hause gehen. Ahnung, mir hat es eh ein bisschen schwer gefallen, weil heute Technik war direkt mit diesen ganzen Blinkern und keine Ahnung, ich hoffe, das gibt es dann auch noch irgendwo mal im Buch, um das zu wiederholen, weil das war mir jetzt zu viel. Ich bin gestern spät eingeschlafen, um 1 oder so. Bin heute relativ früh aufgewacht um 8. Ja, hab dann einen Anruf bekommen von dieser Beratung, die mir gesagt hat, also ich weiß gar nicht mehr, ich war heute so fertig, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Ich glaube, dass das gar nicht die richtige ist und dass sie mit diesem Typen telefoniert hat und dass sie diese Urkunde braucht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hole sie ja am 7. Februar ab. Das ist auch richtig gut, weil dieser Amt ist direkt bei mir neben der Arbeit. Das heißt, ich könnte da kurz hinlaufen. Und dann hat sie gesagt, okay, ich telefoniere nochmal mit einer anderen Beratung. Dann hat sie mir nach einer halben Stunde geschrieben, schicken Sie mir Ihre Terminbestätigung per PDF. Und ich dachte mir so, das ist ein gutes Zeichen. Also wenn das jetzt nicht genehmigt werden würde oder wenn die gesagt haben, das geht nicht, dann würden die das ja nicht einfordern oder so. Jetzt habe ich alles nochmal reingeschickt, die ganzen Dokumente, die ich bekommen habe. Und die Terminbestätigung, die ich per E-Mail bekommen habe. Gut, dass ich sie gestern noch gemacht habe und nicht irgendwie gezögert habe. Wäre vielleicht heute gar nichts mehr frei gewesen. Und ja, jetzt warte ich seit einer halben Stunde auf die Antwort. Ich hoffe sehr, dass das durchgeht, weil gestern war ich so euphorisch und dann habe ich mir gedacht, irgendwas ja, wird wahrscheinlich wieder schieflaufen. Dann habe ich einem Typen so halt darüber erzählt und er hat so gesagt, ja, also halt so zum Spaß, die deutsche Bürokratie, ne, die wird hier bestimmt alles wieder kaputt machen. Dann haben sie so gesagt, ja, Scherz, wird ja bei dir sicher klappen. Ist ja genau das Gleiche, nur dass es anders heißt. Und ja, dann war heute Morgen wieder die Bürokratie am Telefon. Und jetzt hoffe ich, dass es dran geht. Jetzt hat sie mir vorhin geantwortet mit einer E-Mail, dass sie das bei der Einstellungsbehörde reinschickt und mal gucken. Also ich denke mal, da sie halt nach der PDF gefragt hat, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich bin gerade komplett durcheinander. Der ganze Tag ist irgendwie so schnell. Sie hat nach PDF gefragt dann, als sie eine Beratung, also sich beraten lassen hat bezüglich meines Problems. Und ich konnte eine Stunde nicht checken, wie ich PDF mache. Ich habe versucht, auf dem Laptop zu machen, dann das rüber zu schicken und dann nochmal neu zu machen, weil ich dachte, okay, wenn ich das nicht ausfülle, was sie eigentlich nichts angeht, weil ich das unterschrieben zu der Behörde mitbringen soll, nicht zu ihr. Aber dann dachte ich, okay, ich unterschreibe es lieber, bevor sie denkt, dass ich das also damit nicht zustimme. Und dann, keine Ahnung, habe ich eine Stunde dafür gebraucht und dann habe ich ihr das reingeschickt und dann hat sie mir geschrieben, dass sie das jetzt reinschickt zur Behörde. Und ich denke, also, dass sie sich ja vorhin beraten hat, also denke ich mal, vielleicht hat sie auch von sich aus gesagt, also ich soll das in PDF schicken und so, um, also damit sie dann durch diese PDF dann sich beraten lassen. Leute, keine Ahnung. Meine Schwester hat mir gerade erzählt, dass ihre Freundin heute in der Schule ihr Klassenkameraden gesagt hat, dass ich gestern auf ihre For You-Page auf TikTok war. Sie so, ja voll, gestern war so ein lustiges Video. Und dachte ich mir, aber dieses Gesicht kommt mir bekannt vor, dann habe ich gesehen, dass es deine Schwester ist. Also, keine Ahnung, man denkt sich ja immer so was, wenn das Leute sehen, die du kennst. Aber dann denkst du dir, das wäre schon ein krasser Zufall oder so. Boah. Wir haben 16:06 Uhr. Ich gehe jetzt raus zu meiner Oma. Bei uns hier im Hof, weil die ihr Physio hat. Weil da unten noch was abgeklärt werden muss. Mein Vater war heute mit ihr beim Krankenhaus.
Und hat die neue Beweisung bekommen. Und irgendwie hat sie eine Frage, ob da bestimmte Massagen übernommen werden von dieser Krankenschreiberin oder nicht. Deswegen kläre ich das, dann geht vielleicht noch ein bisschen raus, spazieren. Weil dann noch um 6 Uhr habe ich auf Fahrschule, also ein bisschen Bewegung.